Krisen überall, wo du hinschaust. Klimakrise, der Krieg, Insektensterben, Artensterben, Energiepreise, Wirtschaftskrise, das Bildungssystem am Anschlag. Es ist wirklich eine Zeit, die zum Verzweifeln einlädt. Dann kommen vielleicht noch persönliche Probleme dazu und finanzielle vielleicht oder Schwierigkeiten in der Beziehung oder mit dem Pferd. Und jetzt komme ich daher und mache einen Kurs über die Revolution in der Wissenschaft in den letzten 20 oder 30 Jahren und was das für uns bedeuten könnte. Und warum mache ich das? Was soll denn das helfen, wirst du dich fragen. Ja, das Bild, das wir bekommen, das Bild, das wir im Kopf haben, so wie wir die Welt sehen. Mit diesem Bild haben wir uns hierhin bewegt, da wo wir jetzt stehen, in diesen, all diesen Krisen. Und es ist so, dass neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft im Durchschnitt 30 bis 50 Jahre brauchen, bis sie in den Köpfen der Menschen angekommen sind, die sich eben nicht mit diesen Fächern intensiv beschäftigen. Tatsächlich ist es so, dass was die Wissenschaftler herausgefunden haben in diesen letzten 20, 30 Jahren, dass das tatsächlich unser Weltbild auf den Kopf stellt. Es ist nicht so, dass das, was wir jetzt glauben oder das, was vorher gedacht wurde, die Modelle, die vorher bestanden haben, dass die einfach falsch sind. So ist es nicht. Es ist nur einfach massiv unvollständig, dieses Bild der Welt, das wir immer noch in unseren Köpfen haben. Und deshalb kann das neue Bild der Welt helfen, die dringend notwendigen Veränderungen zu bringen, die wir brauchen, die wir alle brauchen. Ich habe in den letzten Wochen mit verschiedenen Menschen gesprochen, so richtig bodenständigen Männern, die im Leben stehen, und überall habe ich dieselben Sätze gehört. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Ich weiß nicht, wie das alles noch werden soll. Und ich glaube, dass das wirklich die Stimmung ist und dass es auch so ist. Wir stehen an einem Nadelöhr und wir müssen da durch. Und tatsächlich mache ich diesen Kurs, weil wir haben keine 30 bis 50 Jahre Zeit, um diese neuen Erkenntnisse so langsam durchsickern zu lassen. Es ist wirklich dringend, dass wir unser Weltbild hinterfragen und dass wir auch darauf eingehen, was die Wissenschaftler herausgefunden haben. Und deshalb mache ich diesen Kurs, weil ich habe Zellbiologie und Genetik studiert. Also ich habe immer schon so eine, ich habe mich immer schon hingezogen gefühlt zu den Naturwissenschaften, war aber ein bisschen unzufrieden, habe deswegen dann auch nicht wirklich in der Forschung, bin ich nicht wirklich eingestiegen. Aber jetzt sehe ich, was sich alles entwickelt hat und was alles rausgefunden wurde, das ist so eine riesige Erweiterung des Weltbildes. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und das ist ja wirklich auch erprobt. Das ist nicht einfach irgendein Hirngespinst, das irgendjemand hatte. Und deswegen habe ich diesen Kurs konzipiert, der heißt Epigenetik und mehr. Und es wird gehen um Zellbiologie, es wird gehen um Epigenetik, es wird gehen um auch ein bisschen Quantenphysik. Das steht da einfach alles im Zusammenhang. Und es wird gehen darum, wie das sich zeigt in unserem Alltag und was wir überhaupt damit tun können. Also was die Veränderung in unserem Weltbild ist und was die zum Positiven ändern kann. Darum wird es gehen in diesem Kurs. Und ich bin jetzt so konzipiert, dass es ganz kurze Videos werden, jeden Tag eines, also im September jeden Tag ein Video, ungefähr 10 Minuten lang. Und ich versuche wirklich, das verständlich zu erklären, damit du so viel mitkriegst, dass du ein bisschen die Hintergründe verstehst und das vor allem bei dir ankommt, was es bedeutet. Denn das ist mir wichtig. Ja, weil wie schon gesagt, ich merke bei mir, was es bei mir macht und was es hier ausmacht, und
ich weiß, dass wir an einem Punkt stehen, wo es Erneuerung braucht. Und damit nicht alles zusammenbrechen muss und alles in Schutt und Asche liegt und erst dann etwas Neues entsteht, ich mag es lieber, wenn von innen etwas Neues rauskommt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube an die Menschheit. Ich glaube, dass wir es hinkriegen. Ich glaube, dass wir die Kurve kriegen. Jeder von uns und wir als gesamte Menschheit. Aber wir müssen wirklich was tun, sonst fahren wir das Ding an die Wand hier. Und die Biologie und die Zellbiologie und auch die Genetik und auch die fraktale Geometrie, die sind so unfassbar spannend, weil es sich zeigt, so wie die alten Weisen immer schon gesagt haben, im Kleinen wie im Großen. Aha, da kommt noch ein Hund. Noch ein Hund. Ja, im Kleinen wie im Großen, es gibt diese Entsprechungen. Und deswegen, wenn wir einmal dieses System verstanden haben, dann können wir es übertragen auf kleinere oder größere Einheiten. Ja, also wenn dich das interessiert, wenn du das auch besser verstehen möchtest, wenn du auch dazu beitragen möchtest, diese Erkenntnisse in die Welt zu tragen, in den Köpfen, in den Köpfen einsickern zu lassen, damit sie ihre genialen Konsequenzen, ihre Anwendungsmöglichkeiten und unsere Möglichkeiten für die Zukunft entfalten können, dann bist du ganz herzlich eingeladen, am Kurs teilzunehmen. Ja, ganz herzlich, und ich freue mich riesig auf den Kurs und fühle mich auch herausgefordert, bin auch ein bisschen nervös, aber ich weiß, es wird gut, richtig gut. Ganz herzlich, deine Antoinette.